So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch und aufmerksamen Zuschauern wird aufgefallen sein, der Ramses sieht irgendwie ganz anders aus, ne? Also die Leichenblasse hat er leider immer noch, die Justin Bieber Frisur habe ich mir heute mal gekämmt, aber ich habe das schwarze T-Shirt nicht mehr an, was ich sonst eigentlich immer über dem viel zu großen Hemd trage, da mir aufgefallen ist, wenn ich sonst immer hier bei den normalen Folgen sitze, habe ich immer was Weißes an, weil dann die Farben einfach besser rüberkommen, aber immer wenn ich dieses schwarze T-Shirt oben trage, ist das Ganze, ist die ganze Farbdarstellung so im Eimer und das ist alles noch blasser als es so eh schon ist, sieht dann auch in der Nachbearbeitung nicht gut aus, deswegen verzichte ich jetzt auf diese extrem dunklen Farben, aka schwarz, und ziehe einfach nur das Hemd an, ne? Sieht ja auch ein bisschen komisch aus, können wir also so lassen. Wir haben aber wieder heute die Raider Mittwoch, ne? Wir haben heute wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche beim Brian, der hat uns nämlich gezeigt, dass wir einen neuen Stop bekommen haben in Hildburghausen, die Kultur-Mehrzweckhalle Hildburghausen, ja. Da haben wir damals immer Sport drin gehabt, jetzt nicht mehr. Hat sich auch sehr verändert seit der Zeit und ist ein neuer Stop. Also, ich dachte immer, Hibo ist voll, aber ihr seht, man kann immer noch was einreichen. An jeder Ecke entsteht noch was. Genauso wie der Fischi hat uns hier gezeigt, den Hazelried, auch ein neuer Stop. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Das Gemeinde-Backfisch, das Gemeinde-Backhaus in Hazelried, nicht Backfisch, also auch ein neuer Stop. Richtig gut auf jeden Fall. Nägelmon wieder mal. Mit einem Shiny Mushas, Pokefreak Red, mit einem Shiny Visor und einem richtig dicken Arm dazu. Dann Shop früh und sparen, heute 50 bis 90% Diskonte, wenn Sie 15 Tage für Anlieferung warten können. Könnt ihr warten, schreibt es mal in die Kommentare, dann kriegt ihr ein dickes, fettes Relaxo, wo ihr eure Kinder drauf schmeißen könnt, für 41 Euro. Das sieht auf jeden Fall lustig aus, da bräuchte ich kein Bett mehr, da würde ich immer auf meinem Relaxo schlafen, beziehungsweise bräuchte ich wahrscheinlich zwei, weil ich so groß bin, größer als ein Kind, als Erwachsener ist man meistens größer als Kinder, aber ist man denn schon erwachsen? Man ist ja immer nur so, wie man sich fühlt. Wie das Dragosso, das fühlt sich wahrscheinlich nicht so gut, denn das ist grün, ist ein Shiny, aus dem Raid, beim Juli. Glückwunsch dafür natürlich. Warum macht der Dragosso Raids, Bruder? Was geht ab? Aber wenigstens Shiny bekommen und es ist ja auch wichtig, 1er, 2er, 3er, 4er Raids zu machen, weil die 5er lohnen sich eigentlich eh nicht mit Kobalium. Bockwurst King dann mit einem Shiny Rettern. Ash Ketchup mit einem 100% erlösten, wohin genau? Wir haben ja gestern gezeigt, die fünfte Welle von den Krypto-Pokémon ist da. Da ist ja auch wohin genau dabei gewesen. Männlich, weiblich könnt ihr das haben. Und der gönnt sich einfach mal hier ein 100% erlöstes, wohin genau? Weiblich mit Lippenstift. Meine Belohnung gegen Cliff vom Brian zeigt er uns hier. Der hat sogar einen Einhallstein bekommen. Habe ich, glaube ich, gut, einmal habe ich, glaube ich, einen bekommen, ist aber meiner Meinung nach immer noch verdammt selten. Trotzdem Glückwunsch natürlich für den Einhallstein. Ash Ketchup, bisschen alt, aber das Dragosso war 100 aus Rocket Stop. Sieht man ja, wieder mal 100% erlöstes Knogger in dem Sinne. Also, ich habe bisher wirklich ein 100%iges, glaube ich, gehabt. Das war ein Zubat, aber... Ja gut, bei anderen, da geht das jeden Tag und da geht immer irgendwas ab. Pokefreak Red hier noch mit einem Shiny Traumado und wieder obligatorisch der Arm zu sehen. Der Kenny, yeah, mit einem Level 8er Krypto Bisa Sam 13, 15, 14. Ihr wisst also, wenn man das erlöst, wird das auch ein 100%iges auf Level 25. Dann haben wir den Codebro, der hat einen Shiny Formeo gefangen, auch Glückwunsch dafür. Sieht auf jeden Fall immer noch aus wie ein Hoden, wenn man sich das so betrachtet. Der Extreme mit einem 100%igen Sengo gefangen in Coburg, richtig genial. Der Gefa mit einem 100% erlösten Labras. Und wie viele Rocket Stops machen die denn immer zu? Jeder erlöst irgendwie jeden Tag mindestens ein 100%iges Pokémon. Da geht's richtig ab. Und auf Labras bin ich neidisch, kostet ja dann auch weniger zum Hochziehen. Und dann hat er uns noch gezeigt, er hat sogar schon 200er Labras, nur einer löst es, das andere war so,
aus einer Quest, wild, wie auch immer. Hat auf jeden Fall jetzt 2 hundertprozentige Labras. Eins hat er natürlich hier noch als Krypto mit 36 WP. Glückwunsch dafür. Labras immer noch eins meiner Lieblings-Pokémon, obwohl das sage ich aber jedem zweiten. Dann der Brein nochmal. Endlich mein Shiny Yorklef bekommen. Richtig genial. Das wird aber nicht das einzige sein, wie wir später erfahren. Dann ein Post von der Pokémon Go Deutschland-Seite, den ich sehr, naja, speziell fand. Schon gewusst, das Feuer an Panflams Hinterteil wird durch Gase in seinem Bauch genährt. Wie praktisch, bei uns kommt nur Luft raus. Was? Was schreiben die für Sachen? Also, schön, dass bei denen nur Luft rauskommt, keine Ahnung, oder dass wir kein Panflam sind. Und auf jeden Fall Pokémon Go Deutschland. Richtig lustige Dudes, wie man sieht. Ash Ketchup nochmal aus dem Raid, noch ein Alola Kokowai mit 98%, leider nur 14 Angriff. Dann dachte ich, ich bin ganz schlau, habe ein bisschen getradet und wollte mir unbedingt ein Lucky Ninja Tom traden. Hab also von den zwei Accounts alle Ninja Toms, die da drauf waren, genommen, mit dem großen getauscht und hab extra mein 98%iges Aquana von August 2016, was komplett hochgemaxt war, weggegeben. Nichts. Ich dachte, gut, das muss ja nicht immer klappen. Nimmst du also ein zweites Ninja-Tom, gibst du ein anderes 98%iges August 2016er, komplett hochgezogenes Level 40er Aquana weg. Nichts. Das Ganze habe ich dann ungefähr viermal gemacht, bis ich gemerkt habe, ich bin dumm. Und dann habe ich es natürlich gelassen. Jetzt habe ich meine ganzen coolen Pokémon, die mir am Anfang immer geholfen haben, bei jedem Raid-Boss, bei jeder Arena. Damals gab es noch gar keine Raids. Ramses. Nee, aber bei jedem Relaxo Dragoran, was man besiegen wollte in der Arena, als da noch 10 hintereinander waren, haben wir immer Aquana benutzt. Und jetzt habe ich sie einfach weggeschmissen. Wie konnte ich nur? Schande über mein Haupt. Bobserob, ein Fighter mit einem hundertprozentigen Hopspross oder Bobspross, das kann man ja umbenennen. Brian mit seinem Shiny Nummer 2, Yorklef, hab ich doch gesagt, das bleibt nicht lang alleine. Nochmal Bobserob, 30 getauscht, nur ein Glücks und genau das Richtige. Glückslichtel, auf jeden Fall sehr cooles Pokémon, sehr nützlich auch. Bobserob noch mit einem hundertprozentigen Smogon. Am 16.10. Römhild Thüringen. Das ist aber schon alt, ne? Ist nicht schon November jetzt? Gut. Bockwurst King, gerade aus dem Durchbruch, ein Arktos und gleich Shiny. Der musste sich nochmal einen neuen Account machen. Seinen anderen hat er, glaube ich, verkauft. Hat sich einen neuen Account gemacht, deswegen hat er da das erste Mal ein Arktos jetzt bekommen, direkt ein Shiny, den Dex-Eintrag mit Shiny. Ist auf jeden Fall sehr cool. Schreibt ihr mal rein, habt ihr aus dem Durchbruch schon ein Shiny Vogel bekommen jetzt oder eben Kyogre, Groudon. Schreibt's mal rein. Mein erstes erlöstes 100er hier vom Brain. Müssen wir aufpassen, Brain und Brain, ne? Ein hundertprozentiges erlöstes Magma, Level 25. Auch natürlich sehr cool, wird ein dickes, fettes Markbrand. Dann der Mitzenmann. Der übertreibt's richtig, der gönnt sich einfach direkt ein hundertprozentiges Sazenia aus einem Rocket Stop. Also der muss es nicht mal erlösen, der hat von Haus aus schon ein 100er. Wenn er das dann erlöst, dann ist es wahrscheinlich ein 200er oder noch mehr. Würde ich aber natürlich so lassen, ist selten. Die Christel, mein erstes Shiny, dann war es soweit, Panflam Community Day. Die wollte ja später dazu stoßen, am Anfang war sie noch nicht dabei, wer das Video gesehen hat. Irgendwann war sie dann dabei und als sie zu uns gestoßen ist, hat sie schon mehr Shinies gehabt als ich im ganzen Video. Nein, aber trotzdem Glückwunsch auch an den Lift Up Raider, gleich das zweite, was er angetippt hat, mit 88 WP. Panflam Shiny, auch beim Brein natürlich, da ging es dann richtig ab. Wie spät war es das? Das habe ich abends abgescreent, deswegen sieht man das nicht mehr. Dann der Kotbrot auch mit einem erlösten hundertprozentigen Quapsel auf Level 35, auf Level 25. Würde ich natürlich zu einem Quappo machen. Quappo, immer noch richtig cool, richtig krass. Nicht so wie Quaxo. Ich weiß, mit Quaxo kann ich irgendwie nichts anfangen. Ich habe auch nie gesehen, dass Quaxo irgendwo benutzt wird. Quappo übrigens habe ich auch noch nie gesehen, dass es irgendwo benutzt wird. Aber Quappo finde ich immer noch Generation 1, sind die coolsten Pokémon ever. Dann Lift-Up-Raider hat uns insgesamt gezeigt, hatte hier also 6, 7, 8 Stück. Oder hier, was hat er denn noch so? Schmalboss, Jurob, Schuppet, Schuppet. Sieht also ganz gut aus, seine Ausbeute da auch.
Die Blechgoldsau, also the Black Gold Saw, hat hier ein 100%iges Yorklef, auch sehr schick. Juli, das war meine Ausbeute heute, außer das Pandimos. Der hat also 13, müssten dann also 12. Er hat also nicht 13 bekommen, er hat uns all die Jahre lang angelogen, von wegen er hat 13 Shiny Panflam bekommen. Er hat nur 12 bekommen und ich hatte 5. Stellt euch das mal vor, ne? Horst of Death, also der Kenny, meine Sea Day Highlights, ein Shiny Zubiris, Capuno gebrütet, Shiny Smogmon, sehr genial. Da weiß man gar nicht, was für ein Sea Day war denn eigentlich. Dann der, die Madachan, kein Pamflam, aber nice, Shiny Snubbull, auch sehr cool. Würde ich auch entwickeln, wenn ich ein zweites hab, ne? Also ich habe ja zwei. Aber gut, ne, hebt das mal auf, das ist fraulicher, das andere in so seiner Vanillefarbe, kann man sich auch mal gönnen. Und ein kleines mit Gebsel vom Sea Day gab's hinterher, vom Robby, ein Shiny Knospi, gebrütet, auch eigentlich sehr selten gewesen. Ich habe mein Shiny Knospi damals vom Crazy O getradet. Grüße gehen raus nochmal. Dann ein Shiny Nägelmon. Dann ein Shiny Panflam beim Shiny Nägelmon. Auch vom Seedin auch hinterher. Pokefreak Red mit dem Onyx. Und wieder hier den Arm natürlich. Shiny Onyx. Vorbelastet. Ist jetzt auch neu bei uns in der Gruppe. Und guckt immer, was da bei uns so abgeht. Bei dem sieht es auch gut aus. Und schaut mal, der hat nach dem Seedin noch einen Skorgler und einen Voltenso bekommen. Beziehungsweise ein Fritzel Blitz und hat das dann eben entwickelt. An sich hat er aber 3, 4 Shiny Panflam und ansonsten hat er auch eigentlich relativ coole Pokémon. Er hat auch unten ein Azumarill, das ist genial, müsste sich auch noch entwickeln. Habe ich ja die Familie voll, aber das in einem anderen Video natürlich. Dann haben wir, genau, dann habe ich mich mal eingekleidet, habe ich nämlich bei dem Gala Mock Raid Video vergessen. Ich wollte noch die neuen Outfits testen. Die neuen Gala Outfits sind doch nice, oder? Lebt denn der alte Holzmichel noch? Guckt euch das doch mal an. Und die zerrissene Hose, so muss es sein. Mitchell aus Thema mit einem 100% Alola Mauzi gebrütet. Da habe ich auch eins, da bräuchte ich noch ein zweites, dass ich auch das Alola Snobili Cut machen kann für den 100% Pokédex. Xtreme hat ein bisschen getradet oder traden lassen vom Kenny, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall 100%iges Lucky Panflam bekommen. Das natürlich aufheben für den Super Sea Day, um sich dann nochmal die Attacken zu holen. Und da fällt mir wieder auf, dass ich schon wieder vergessen habe, nach dem Sea Day Panflams zu traden, um auch für den Lucky Dex ein Exemplar zu holen. Aber es sind ja noch welche da auf den Accounts, muss ich mal machen, wenn ich Zeit finde. Pokebohne aus der Wochenaufgabe, ein Shiny Lavados. Ihr seht, vorhin hat man Shiny Arctos, jetzt ein Shiny Lavados. Ich habe immer noch kein Shiny aus einem Feldforschungsdurchbruch bekommen. Pokebohne genauso, gestern alle drei Accounts, ein 100%iges Hornliu. Level nicht so krass, trotzdem 100%. Und ich bin mal gespannt, wie sie Hornliu als Shiny einführen wollen. Ob es da einen Sea Day gibt, weil das drei Stufen hat. Oder wie bei Raupi einfach mal zwischendurch, wenn es wieder neue Feldforschungsaufgaben gibt, sagen, ja, jetzt wird auch einfach mal Hornliu released, dass ihr das zwischendurch auch so fangen könnt. Fischi mit einem Shiny Kramurks im Regen, wie man sieht. Gestern hat es ja auch geregnet, als ich mit ihm unterwegs war. Dazu kommt die Tage in ein Video oder demnächst oder irgendwann in Zukunft. Denn vorher muss erst noch das andere Video kommen, wo ich alleine unterwegs war. Das seht ihr aber dann, was wir da wieder Feines gemacht haben. Dann vom Xtreme ein Shiny Bronze, 76%, auch ganz cool. Wird wohl sein erstes sein, glaube ich. Hat er auch noch nicht durchentwickelt. Also Bronzel, Bronzong, auch richtig genial. Meiner Meinung nach auch sehr selten. Gab es ja damals auch nicht vermehrt, als das eingeführt wurde. Der Fischi nochmal, gestern noch aus einer Aufgabe bekommen. Schade, 117 ist das 100er. Aber ich glaube, 117 kann trotzdem auch das 98er sein. Das war ja, glaube ich, beim Schilling mal so. Der hat einen 117er bekommen, hat sich übelst gefreut, dass das 100er ist und dann war es ein 98er. Denn Carpador hat so niedrige BP. Ihr seht ja hier, das hat ja nur KP auf 13. Sprich, wenn das KP auf 14 hat, kann das WP 117 haben, aber ist dann trotzdem ja nur ein 98er. Also ein 117er kann also 98 oder 100% haben. Aber er natürlich hier mit einem 96er ganz deutlich zu sehen.
Dann bin ich mit dem Marco aufgestiegen zu Glücksfreunden. Was wir da getauscht haben, seht ihr auch gleich. Der Rüpel steht irgendwie neben sich, schreibt hier der Stefan Landei. Ihr seht, er steht hier an dem Stop. Der Rüpel steht einfach mal weg vom Stop, hat aber das R-Zeichen von Team Go Rocket noch über sich stehen. Dann Cassiopeia. Dieses Mobile wurde am 19.10. in der Nähe von Meiningen, Thüringen, Deutschland gefangen. Natürlich ausgebrütet. 100% Mobile, auch sehr krass. Babys, 100%ige Babys sind ja immer sehr selten. Dann seht ihr den Glückstausch, den ich mit Marco vollzogen habe. Ich habe mir letztens ein Regi Ice Shiny und Regi Rock Shiny getradet. Mir hat noch das Regi Steel gefehlt. Er war so gütig, hat mir da ein Regi Steel vermacht. Und das habe ich jetzt auch. Ist sogar ein 96%iges und das ist damit das beste Regi Steel, was ich überhaupt habe. Als Shiny ist sogar besser als alle normalen Regi Steels, die ich habe. Da würde ich vielleicht sogar auch mal eins hochziehen. Denn den 100er würde ich wahrscheinlich eh nie bekommen. Aber mal den Regi Steel aus Spaß hochzuziehen an einem Max Out Monday. Einfach nur, weil es günstiger ist, weil es Glücks-Pokémon ist und weil ich so viel Sternstopp habe vielleicht. Müssen wir mal gucken. Vielleicht ziehen wir ja von jedem Regi ein Shiny hoch, weil die ja alle jetzt glücklich sind. Er hingegen hat dann ein Mewtwo bekommen mit Spukball. Er hat nämlich noch keins mit Spukball gehabt, was auch relativ gute Werte hat. Ihr seht, Angriff und KP sind beide auch auf 15. Angriff ja sowieso der wichtigste Wert. Da ist er zufrieden, denke ich mal. Der Kenny hier, schöne Apple-Weste mit einem Shiny Nidoqueen, sicherlich entwickelt. Glückwunsch dafür auf jeden Fall. Bockwurst-King, jetzt steht wieder eigene Nummer da. Ich raff's nicht, wieso das immer zu wechseln. Bild hier von einem Relaxo und einem Mamfaxo und das träumt hier einfach von einem Apfel. Was hat das zu sagen? Warum träumt das von Äpfeln? Ist Relaxo, achso, da ist hier nur Pflanzen und Sträucher und Äpfel. Sieht auf jeden Fall süß aus und deswegen, das ist der Schocker der Woche, guckt euch das an. Nein, das werden wir einfach so einblenden. Was ist das denn? Da ist eine Nummer. Jetzt habe ich ein Bild reingenommen, wo ich den Namen nicht eingespeichert habe. Zum Glück sieht man die letzte Zahl nicht. So wisst ihr nicht, wer das ist. Neues 100er auf jeden Fall. 100%iges Blutzug. Wir gehen schnell weiter, damit sich keiner die Nummer abspeichert. Dann der Markus Holland Moritz hier mit einem Shiny Arbok. Also entwickelt aus Wirnau, Thüringen. Glückwunsch dafür. Habe ich ja letztens auch erst gemacht. Dann habe ich die Tage ja bei der vierten Welle. Bei der fünften Kryptowelle habe ich natürlich das Magnetilo entwickelt und mir ist aufgefallen, das geht gar nicht weiterentwickeln. Magneton zu Magnetzone, musste dann nachts um 1.25 Uhr extra ein Magnetmodul hier zünden am Homespot. Hab dann auch in der Gruppe gefragt, läuft, falls jemand Bock hat, ne? Und der Gefer war sogar am Start und hat geschrieben, hey, das ist viel zu weit weg hier, ne? War aber lustig, ich habe dann hier im Bett gelegen, habe noch ein bisschen so gefangen. Nägelmon mit einem Shiny Shinux aus dem Ei, auch gute Angriffswerte, Rest leider nicht so krass. Der Kenny, der hat den Jackpot gezogen, denn der hat einen Shiny Krypto Sneevil aus einem Rocket Leader Kampf bekommen. Wie es sich freut, das hüpft sogar selber in die Luft. Richtig genial. Brownie Bar hat hier ein Shiny Glücks Sumpex als 100%iges bekommen. Wenn das nicht eigentlich der Schocker der Woche wäre, das wollte ich dir auch zeigen. Grüße aus Schweig. Der ist cool und vor allem nützliches Pokémon. Hier seht ihr es nochmal groß, ne? Geißenfeld, Bayern. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Sumpex, relativ gutes Pokémon. Würde ich aber gar nicht als Wasserangreifer nehmen. Wir haben damals immer Heatran, also Heatran, Raids. Mit zwei Accounts gemacht und haben meistens Sumpex genommen, hochgezogene mit Bodenattacken. Das hat richtig gut reingehauen. Dann Juli aus der Feldforschung, ein Shiny Quapsel, was auch in die Luft springt, keine Ahnung, die fliegen heute alle. Dann Reversal hatte was gepostet von einem Spieler namens Kiarorina-san von Japan. Der hat, oder die hat, oder das hat auf jeden Fall 1 Million Pokémon-Fänge. Das ist eine Wucht. Es gibt ja Leute, die haben so 200.000 gefangene Pokémon und alle rasten aus. War's heftig, Digga, so viel. Aber RCS hat einfach mal 1 Million Pokémon gefangen. Dabei 185 Millionen Sternenstaub auf der Hand und 200.000 Radfratz-Bonbons. Wie viel Radfratz-Bonbons habt ihr? Schreibt's mal in die Kommentare. Uns
Uns interessiert nicht der Staub oder die Gefangenen, uns interessieren nur die Radfratzbonbons. Dann der Xtreme, was der Kenny kann, das kann der Xtreme schon lange, ne? Auch mit einem Shiny Krypto Sneebel aus einem Rocket Leader Stop. Aber Level 8, schlechten WP, egal, haben es haben. Wenn der andere, das kann man ja gar nicht tauschen. So, ich sage, wenn der eine dem anderen das andere gibt, dann kann er gleich beide machen. Hat die Familie vor, aber da hat sich Niantic schon was dabei gedacht. Dann der Deferis mit einem 100%igen Graburgs. Kramchef, auch guter Unlichtangreifer. Ash Ketchup, das war noch übrig von den Regis, war mein einziges wirklich gutes. Hat ein 98%iges Regi-Eis. Das kann er vielleicht trotzdem nehmen. Hat das Wetterboost sogar? Ne, Wetterboost ist glaube ich noch ein Stück weiter, der Kreis. Das könnt ihr vielleicht trotzdem nehmen, auch mit Zielschuss, um bei PvP oder sonst was schnell die Schilde rauszulocken. Ist ja ein Geheimtipp immer gewesen, auch gegen die Leader. Kotbrot hier mit einem Shiny Evoli. Seitdem die jetzt wieder zurück sind, nicht mehr in den Feldforschungen, gibt es ja wieder wild. Seitdem kann man die auch natürlich wieder als Shiny bekommen. Dann der Michael Gönner. Das ist auch wieder ein richtig perverses Bild. Ihr seht, wie hier, wie die alle chillen im Pool. Bei näherer Betrachtung sieht man einfach, wie der Arm oder die Hand von der Dame, naja, das kann man sich ja jetzt selber mal angucken, was so los ist. Ne? So, gehen wir kurz hier weiter. Dann hat die sehr effektive Woche auf jeden Fall angefangen mit schillerndem Tentara. Ne? Seit gestern Abend 22 Uhr könnt ihr also Shiny Tentara bekommen. Doppelten Sternenstaub in Trainerkämpfen, mehr Tränke und Beleber aus Pokestops, Ladethelm aus Stufe 3 Raids, effektive Pokémon in der Wildnis, Quests und Raids, wunderbar. Der Bockwurst King zeigt uns, wofür man das Gala Smogmog eigentlich gebrauchen kann, wozu das nützlich ist. Dafür ist das Ding also gedacht. Wer macht solche Bilder? Dann habe ich ein 100%iges Skunkaboo ausgebrütet. Ne? Braucht man das? Braucht man das nicht? Kann man eigentlich entsorgen? Nach längerem Überlegen. Denn andere, wie der Nägelmon, die brüten einfach Shiny Elekid, ne? Leider nicht 100%, denke ich mal. Aber Elekid auf jeden Fall auch. Richtig cooles Pokémon, Elevoltik. Richtig stark dann in der Endentwicklung. Auch der Psycho King mit einem Shiny Evoli. Glückwunsch dafür. Der Brian zeigt uns nochmal, wie das Dick da eigentlich aussieht, wenn man es mal rumdreht und anders betrachtet. Also wisst ihr Bescheid, was das Dick da ist, ist eigentlich Mensch, ne? Mit einem Mohrenkopf. Code Pro zeigt uns noch ein Shiny, ist das ein Shiny? Shiny Alola Vulpix mit 96%, also richtig genial. Wo der Fischi auch gleich geschrieben hat, du weißt Bescheid, laut Video musst du wegschicken, ne? Machen wir natürlich nicht. Glückwunsch dafür. Shinies haben ja eigentlich immer schlechte IV, aber die Alola Shinies, die müsste ja brüten und durchs Brüten haben die eigentlich relativ gute IV. Puma Girlie zeigt uns noch, wie ihr Avatar oder irgendein Avatar mit der Sierra von den Rocket Leadern am Rumbeißen ist. Richtig heftig. Das Panflam kann schon gar nicht hingucken, das dreht sich schon weg. Dann Dragonite, also das Dragoran, das schreibt nämlich immer mit mir. Ziemliche Hecke, aber naja, auch richtig coole Ausdrucksweise. Eine ziemliche Hecke, guckt euch das an. Angriff, was ist das? 2? Angriff auf 2, also, ach so, steht ja oben drüber sogar als Zahl. 2, 13 und 15. Ziemliche Hecke auf jeden Fall, Kryptoarktos. Richtig geil, wenn es auf dem richtigen Account wäre, beim Kenny. Wenn er das nämlich erlöst, wird es ein 100%iges Lavita Level 25 und das entwickeln, Despot da, zack, Alter, dann macht ihr auch die Hecken platt, sage ich mal. Leider wieder falscher Account. Dann der Deferis hat gestern gekämpft, hat gesagt, dass es so viel, dass der Gewinner war nämlich die Heike, also Eki Hey, Eki Hai. Und die hat nicht nur 3 Sinosteine, die hat sogar 4 Sinosteine bekommen in 3 Kämpfen, also das ist richtig krass, ihr seht, 3-mal hintereinander gekämpft und 4 Sinosteine bekommen, das ist richtig brutal. Ja, wie Schnee, zeigt uns der Gandalf Julius, bei dem ging es gestern Abend los oder heute früh, da hat es einfach mal geschneit, denn jetzt, es wird immer kälter, ihr wisst, Schnee kommt zurück in die App, es wird wieder schneien, dann gibt es wieder überall Tarnel und geboostete Eis-Pokémon, da freue ich mich schon drauf, sieht auch immer cool aus. Justin zeigt uns hier noch, erinnert euch, als Lady Gaga damals die Pokestops erfunden hat. Sieht auf jeden Fall so ähnlich aus, machen wir aber gleich wieder weg. Ne? Ach, das war's schon. Das waren also die Highlights der Woche. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche.
Und der Schocker der Woche kommt diesmal von der Miriam Pedersen. Die hat nämlich auch an der Rage-Stunde mitgemacht vom Gala Smog Mog und hat sich einfach gleich mal ein 100%iges Gala Smog Mog gegönnt. Wir haben noch was anderes Krasses gehabt, aber das aktuell für diese Woche passend, finde ich auf jeden Fall genial. Dieses Smog Mog wurde am 16.11. in Mayen, Rheinland-Pfalz, Deutschland gefangen. Ich finde, das sieht ja cool aus. Ein 100%iges kann man sich momentan ja wirklich nur aus den Raids ergattern, wie auch immer. Wie findet ihr Gala Smog Mog überhaupt? Was ist euer bestes Gala Smog Mog, was ihr bekommen habt? Ich glaube, beim 6. Raid oder so hat sie das bekommen. Ich habe ja nur eins gemacht für den Eintrag. Vielleicht hätte ich ein paar mehr machen müssen. Trotzdem richtig genial. Neu ins Spiel reingekommen. Am ersten Tag gleich ein 100%iges Gala Smog Mog. Das war's aber von meiner Seite aus. Das war's mit dem Schocker der Woche. Das war's mit den Highlights. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn wir wieder die Highlights der Woche und den Schocker der Woche für euch parat haben. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.